Saal betretet, macht das bitte leise. So, nochmal guten Morgen. Unser nächster Speaker heute Morgen ist ein unabhängiger Sicherheitsforscher. Er hat die CTF Group gegründet. Vielleicht habt ihr davon gehört. Einen großen Applaus zu Oran Avram. Jetzt hören wir hier leider den Speaker nicht im Übersetzungsraum. Wir hören hier im Übersetzungsraum den Speaker leider nicht. Wir haben hier gerade leider technische Probleme bei der Übersetzung. Ich hoffe, das klärt sich. Ah, jetzt haben wir hier wieder Ton. Er hat einen Open Source Bootloader für die iPhones geschrieben und wo Verletzbarkeiten im iPhone 3G und 3GS sowie im iPhone 4 gefunden, im Baseband. Und damit haben wir diese Devices ohne SIM-Karte unlocken können. Und er spielt heute auch mit beim Capture the Flag heute Abend, also bitte viel Erfolg wünschen. Wenn ihr mich finden wollt, auf der Webseite oder auf Twitter. Es geht los, der Vortrag heute mit einer Vorstellung, wie er die Telefone entschlüsselt hat. Dann ein Patch für die EMC-Module der Samsung. Wie kommt man an die Firmware ran? Und wie analysiert man sie? Und dann reden wir über den eigentlichen Fehler, der dazu geführt hat, dass die Devices verstorben sind. Und dann reden wir darüber, wie wir sie, die Geräte, die gebrickten Geräte wiederbeleben kann. Es gab ein Phänomen, das hieß der plötzliche Telefontod. Und das fing in 2012 an. Samsung Galaxy S3-Telefone fingen plötzlich an, einfach zu sterben, ohne dass es dafür irgendeinen Grund gab. Das Telefon blieb plötzlich stehen und wenn man versucht hat, es zu starten, ist es nicht mehr gestartet. Das Telefon wurde also zu einem Briefbeschwerer. Und wenn man Glück hatte, konnte das Telefon zumindest in einen Bootloader gehen. Aber in anderen Fällen ging selbst das nicht. Einfach nur Briefbeschwerer, man kann es nicht anschalten, man kann ein Kabel anschließen, aber das hilft nicht. Man kann noch nicht einmal die Batterie laden, denn selbst die Batterieladefunktion ist nicht in Betrieb. Hier ist ein Beispiel. Hier hat jemand geschrieben, das passiert hier vielen Leuten. Ich hoffe, Samsung tut etwas. Und jetzt kommt der Spoiler, das haben sie gemacht, aber nur so halb. Da reden wir gleich drüber. Wie diagnostiziert man denn jetzt solche Geräte? So sieht ein funktionierendes S3 aus. Man sieht den schönen Hintergrund, alles funktioniert. Und so sieht es aus, wenn es tot ist. Der Bildschirm ist einfach nur schwarz, man kann nichts machen. Und wenn man etwas Glück hat, sieht man zumindest diesen Bildschirm. Der wird vom Bootloader dargestellt. S-Boot heißt er. Aber das ist der letzte Bildschirm, den man sieht. Wenn man dann eine bestimmte Kombination von Tasten drückt, kommt der Bootloader und über den reden wir gleich. Wie funktioniert jetzt das S3? Meine bisherige Vorstellung davon ist, wie hier dargestellt, in einer groben Darstellung. Es gibt den Hauptprozessor, das ist der Sony Exynos, das ist die Haupt-CPU. Und dann gibt es den eMMC-Chip. Das ist ein Massenspeicher, ein ganz normaler Massenspeicher. Der ist in vielen Telefonen. Und in diesem eMMC befindet sich ein NAND-Flash. Wenn man sich das Silikon anschaut, sieht man darauf ein NAND-Flash. Und Samsung hat einen Patch zur Verfügung gestellt. Sie haben behauptet, dass der Fehler dadurch beseitigt würde.
Und weil Linux ja unter einer Open-Source-Lizenz steht, mussten sie die Quellcodes veröffentlichen. Und man sieht hier, sie haben den Code, der für die Kommunikation mit dem eMMC verbessert. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Kommunikation mit dem eMMC überhaupt funktioniert. Also ein eMMC ist der Standard für Speicher in Telefonen. Heutzutage benutzen höherqualitative Telefone auch einen neuen Standard, aber die meisten Telefone benutzen noch eMMC. Im Grunde genommen ist dieses eMMC eine SD-Karte im BGA-Format. Also es benutzt denselben Bus wie eine SD-Karte, einfach in einer anderen Bauform. Eine Firma, welche Hardkernel heißt, hat dieses TPCB hergestellt, diese Platine hergestellt und hat auch einen Adapter hergestellt, mit dem man eine normale SD-Karte, mit dem man dieses eMMC in eine normale SD-Karte umwandeln kann, wie ihr links seht. Also im Grunde genommen ist das eMMC derselbe Bus wie SD-Karten. Darum wird es manchmal auch interne SD-Karte genannt. Wenn ich später Karte sage im Talk, dann meine ich diesen eMMC-Chip. Wenn man mit diesem eMMC-Bus kommunizieren will, dann schickt man dem verschiedene Kommandos. Man schickt Kommandos an die Karte. Es gibt 64 Kommandos von 0 bis 63. Zum Beispiel gibt es Kommando 17, das heißt einen einzelnen Block lesen, oder das Kommando 24, einen Block schreiben. Jedes Kommando hat ein 32-Bit-Argument. Und diese Kommandos sind klassifiziert und es gibt eine speziell interessante Klasse, das ist die Klasse 8, welche diese Kommandos 60 bis 63, diese sind reserviert für den Hersteller und das ist das, was schlussendlich interessant ist. Also gehen wir zurück zum Patch. Samsung hat gesagt, sie haben den Fehler geflickt. So, die Geräte sollten nicht mehr zum Briefbeschwerer werden. Dieser Patch, was macht dieser Patch? Er vergleicht zuerst den Namen der Karte. Und wenn die Hardware-Version des defekten Chips gefunden wird, dann ruft es eine Funktion auf, die MMC Start, welche ein paar interessante Sachen macht, welche ich erwähnen werde noch. Und wenn diese Karte gefunden wurde, dann startet es die Funktion, welche den Chip reparieren sollte. Was man hier erwähnen sollte, ist, dass dieser Patch jedes Mal ausgeführt wird, wenn das Gerät gestartet wird. Also jedes Mal, wenn... Ja. Also, reden wir mal über diesen Start. Ich habe den Code etwas gekürzt, das ist nicht genau der Patch, aber das ist eigentlich die Groß und Ganzen die Logik, die benutzt wird. Das Interessante daran, der ist der MMC Verschiebe und Lösche Kommando, Move and Erase. Der hat zwei Argumente. Das benutzt zwei Argumente, weil man zuerst noch ein anderes Kommando voranstellen muss. Das erste Argument ist, dass der erste Block, der gelöscht werden soll, das zweite Argument der letzte und der Befehl löscht alle Blöcke dazwischen. Also, was jetzt passieren sollte, alle Blöcke von 40300 bis 4A3, was auch immer, sollten gelöscht werden beim ersten Befehl. Beim zweiten Befehl, was da passieren sollte, man sieht, dass dieser Bereich überlappend ist und darum war meine Vermutung, dass das eigentlich gar kein Löschkommando ist, sondern dass das Samsung für sein oder das eigenes benutzt.
So. MMD Move und also das Move-I-Kommando ist eines von diesen reservierten Kommandos für den Hersteller reservierten Kommandos, das ich erwähnt habe. Also meine Vermutung war, dass die ersten beiden Kommandos zuerst in einen geheimen Backdoor-Modus gehen, welchen Samsung in diesem Chip implementiert hat, und die letzten zwei Kommandos, dass diese den Modus wieder verlassen, und die Befehle dazwischen, die machen jetzt irgendwas, aber die löschen nicht, sondern die machen irgendwas, was Samsung definiert hat. So. Man sieht also, die Zahlen, die da aufgerufen werden, die Beginn-Adressen, die zählen hoch, es sind immer vier mehr. Und die zweiten Argumente, da ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen. Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass das Speicherdaten sind, wenn man sie sich als Little Endian-Zahlen anschaut, dann sieht man, es fängt an mit 10B5. Und dann schauen wir uns den Assembler an. Und das ist ein Push-Opcode in der ARM-Sprache. Also es fängt an mit einem Push. Und hier sehen wir den eMMC neben einem Daumen. Also mein Verständnis, wie das funktioniert, sieht jetzt so aus. In diesem eMMC ist nicht nur ein NAND-Flash, sondern es ist auch ein ARM-Mikrocontroller und der hat auch eine Firmware drauf. Und es sieht so aus, als würde dieser Patch den eingebauten Speicher, die eingebaute Firmware verändern. Ich habe mir also diesen Patch jetzt nochmal angeschaut. Ich schaue mir diese Daten an, die er schreibt, und habe sie in eine binäre Datei umgewandelt. Und jetzt sehen wir hier den Patch. Das ist Samsungs Patch. Unten sieht man die tatsächlichen Instruktionen. Was es tut, ist, sie rufen eine Funktion auf, und wenn sie 0 zurückliefert, geht der Chip in eine Endlosschleife. Ich habe dann später verstanden, was da war, bevor der Patch kam, und da wurde einfach nur diese Funktion aufgerufen, und sie haben aus diesem Funktionsaufruf gemacht einen Funktionsaufruf, aber wenn die Funktion 0 zurückliefert, dann geht der Chip einfach in eine Endlosschleife, und das hat für mich bedeutet, das kann eigentlich nichts reparieren, denn es macht dasselbe wie vorher, und wenn es einen Wert zurückliefert, geht es in eine Endlosschleife. Und dann habe ich in den Foren ein paar Threads gelesen und habe das hier gefunden: der ultimative Galaxy S3 seltsame Einfrier-Thread. Das Galaxy S3, wie die ärgerlichen Benutzer behaupten, es passiert all das, das Telefon friert ein, es bleibt stehen, der Bildschirm funktioniert nicht mehr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dieses S3 und ich habe auch gemerkt, wie in meinem Telefon auch das manchmal eingefroren ist. Und deswegen wollte ich mir die eMMC-Firmware besorgen und anschauen können. Wie kriegt man so eine Firmware? Ich kann versuchen, in die eMMC-Firmware zu schreiben. Ich kann schauen, was dann passiert. Einfach an verschiedene Adressen irgendwas schreiben, ein paar logische Vermutungen anstellen, gucken, was auf dem eMMC-Bus passiert. Aber damit versuche ich einfach nur im Dunkeln meinen Weg zu finden. Die zweite Möglichkeit ist einfach verschiedene Kommandos zu probieren, von diesen Klasse 8 Kommandos. Einfach damit zu fassen, aber damit würde ich wahrscheinlich mein Telefon zerstören, und es funktionierte ja eigentlich noch. Und die dritte Möglichkeit ist, nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen. Und ich habe hier
einfach nach diesen Zahlen gesucht, die genutzt werden, um in diesen Backdoor-Mode zu kommen. Mit Google gesucht. Und ich habe es gefunden in einem Treiber und das heißt einfach, die Firmware von bestimmten Samsung eMMC Bausteinen patchen, um einen Bug zu finden. Und der Kommando ist 1021 und dann 4 Nullen. Und die 4 Nullen sind wichtig. Aber dann ist noch etwas anderes passiert. Wenn man den Patch weiterliest, dann sieht man das hier. Und hier ist ein Block, der ist eingeschlossen durch einen ifdef. Und hier benutzen sie denselben Kommando wie bisher, aber das Argument ist das gleiche mit einer 2 am Ende. Und dann benutzen sie ein Erase-Kommando mit derselben Adresse wie vorher. Aber dann machen sie ein Read-Kommando. Und dann dachte ich, vielleicht ist das die Möglichkeit von Samsung, diesen Speicher auszulesen. Weil sie einen Erase-Kommando benutzen mit der gleichen Adresse wie vorher. Und dann lesen sie ein D-Word aus dem eMMC. Ich habe also diesen Codeschnipsel genommen und umgebaut, der einfach iteriert durch all die Adressen, durch den ganzen Adressraum. Hier sehen wir ja, wie groß der Adressraum ist. Und ich schreibe jedes Mal diese Kommandos und lese das Kommando und dann schreibe ich das Ergebnis in eine Datei und ich bekomme das hier. Und das sieht ja jetzt auch schon wie eine Firmware aus. Die Namen, die ihr seht, wie EME und Hartfold, das sind meine Namen. Aber was ich gesehen habe, es waren Adressen. Aber das hier sieht aus wie eine Vektortabelle. Also, soweit ich das verstanden habe, hatte ich jetzt also tatsächlich die Firmware von diesem Chip erhalten. Der nächste Schritt ist nun, die Firmware zu analysieren und zu reverse-engineeren. Zum Glück enthält die Firmware einige Strings, die man einfach so lesen kann, aber nein, es hat nur einen drin. Das ist der, den ihr seht, auf dem Slide, und der ist nicht allzu nützlich, um da irgendwas mitzumachen. Dies ist ein Codeschnipsel von meinem Reverse-Engineering-Prozess. Ich habe Namen benutzt wie Flipbits und Memory Mapped Input Output und so weiter. Aber ich habe im Großen und Ganzen die High-Level-Logik habe ich verstanden. Das Grobe habe ich mehr oder weniger verstanden. Nun zum eigentlichen Bug, zum eigentlichen Fehler. Was ist denn jetzt eMMC eigentlich, damit wir den Bug verstehen können? Wir haben einen Modus, der ist normaler Speicher, Normal Storage. Da gibt es eine Operation, die heißt Lesen, eine Operation, die heißt Schreiben. Die machen, was man erwarten würde. Dann gibt es einen NAND-Flash-Speicher, der hat ein Lesekommando, liest immer noch Daten, wie bisher, ja, wie man die schreibt, aber die Schreiboperation, die macht quasi Bits aus. Wenn ein Bit 1 war, dann macht es eine 0 draus. Es appliziert eine Maske auf die Bits des Speichers. Und es gibt ein Löschkommando. Dieses Kommando löscht einen gesamten Speicherblock. Also es macht alle diese Bits werden auf 1 gesetzt. Dies ist aber eine langsame Operation und es gibt ein anderes Problem. Die Blöcke im Flash haben eine limitierte Anzahl Male, die man diese löschen kann. Also nach einigen tausend Löschzyklen wird der Block sterben und ihr könnt den nicht mehr benutzen. Irgendeine Software muss nun
diese Übersetzung machen von Operation Codes, von diesen Instruktionen, um diese wie einen normalen Speicher anzuzeigen. Das wird so gemacht, ja. Das ist ein FTL, Flash Transformation Layer, also Flash Übersetzungslayer. Und diese Firmware ist dafür zuständig, dass tote Blöcke quasi automatisch neu zugewiesen werden, dass man das gegen außen nicht merkt, dass einzelne Blöcke gestorben sind. Und im Fall von Samsung ist die Firmware auch für die Buskommunikation zuständig. Was ist denn nun eigentlich der Fehler, dieser Bug? Wenn man Schreiboperationen ausführt, dann muss das FTL einige Informationen für sich selber speichern. Weil das muss zum Beispiel wissen, wo dieser Block intern jetzt tatsächlich im Flash gespeichert ist. Also es gibt irgendwo Metadaten, welche das FTL für sich selber speichert. Man muss irgendwelche Schreibkommandos ausführen, um diese Metadaten zu schreiben. Und der eigentliche Bug war, dass diese Daten ab und zu, nicht immer, aber ab und zu korrumpiert waren. Und wenn das einmal geschehen war, also vor Samsungs Patch, wenn das einmal geschehen war, jedes Mal, wenn man dann den eMMC-Chip starten wollte, wird das FTL diese Daten lesen. Es wird merken, dass da irgendwas schiefgegangen ist und eine Exception um sich schmeißen. Und ja, in diesem Fall ist der Exception-Handler ist einfach ein Endlos-Loop, eine Endlos-Schleife. Und ja, da wird dann halt nichts mehr Sinnvolles passieren, wenn das eMMC in einer Endlosschleife ist. Man kann dann senden, was man will. Die Firmware wird nicht mehr darauf reagieren. So, der Patch von Samsung war irgendwie in Größenordnung in dem Stil. Bevor die Metadaten korrupt werden, muss man die CPU anhalten. Also, ja, dann wird halt nie etwas schief gehen. Ein etwas seltsamer Ansatz, welcher dann zu diesem plötzlichen Telefontod oder seltsamen Einfrieren führte. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ich hatte die eMMC-Firmware, in der ich den Patch analysiert hatte. Die eMMC-Firmware hatte einen Bug, welcher diese FTL-Korruption hervorlöste. Der Bug trat nur ab und zu mal aus und so weiter. Und jetzt der nächste Schritt ist, die Phones zu wiederbeleben. Also klar, aber was jetzt? Der eMMC startet beim Booten in eine Endlosschleife, aber was passiert vorher? Ich habe mir die Firmware angesehen. Das ist das Memory-Layout davon. An der Adresse 0 ist etwas, was ich das Boot-ROM nenne. Es ist ein ROM, man kann also dahin nicht schreiben. Es ist ein Code. Er initialisiert die Hardware von dem eMMC und lädt die Firmware von dem Flash selbst. Das ist natürlich seltsam. Wenn das Boot-ROM schon da ist, warum macht es dann etwas, wovon das Boot-ROM ja schon da ist? Scheinbar ist die Firmware zu groß, um in das Boot-ROM zu passen. Deswegen muss es die eben vom Flash ausladen. Dann hat es noch seine eigene Maschinerie für die eMMC-Kommandos, was natürlich auch seltsam ist. Am Anfang ist das eMMC leer und hat keine Firmware. Und wenn das Laden der Firmware nicht funktioniert, dann geht das Boot-ROM in so eine Art Wiederherstellungsmodus. Es exponiert einen eMMC-Bus und von da aus kann man eine Firmware schreiben. Das Boot-ROM ist also quasi eine Firmware mit weniger Funktionen. Jetzt inzwischen sieht mein Verständnis, wie dieses eMMC
aussieht so aus. In diesem eMMC haben wir zwei Chips. Das eine ist der ARM-Chip und der hat einen Boot-ROM und der lädt die Firmware aus dem Flash und bootet sie dann. Wenn wir doch nur zu diesem Boot-ROM sprechen könnten. Allerdings funktioniert das Laden der Firmware selbst tatsächlich. Die Firmware lädt, dann geht sie in die Endlosschleife und deswegen haben wir keine Chance, jemals mit dem Boot-ROM zu reden. Allerdings ist es nicht wirklich so. Beim Booten wird an der Adresse 7DBC ein Timer gesetzt für 35 Millisekunden. Und wenn während dieser Zeitdauer ein Interrupt gezündet wird, wird ein Wert vom Memory Mapped I.O. gelesen und verglichen mit dieser Magic, mit dieser magischen Zahl. Und wenn diese, wenn dieser Vergleich gelingt, dann wird das Laden der Firmware übersprungen. Das ist also ein Schema des Bootprozesses. Die linke Spalte ist das normale Booten. Und wenn wir es schaffen, nach rechts zu kommen, kommen wir in diesen Recovery-Modus, Wiederherstellungsmodus. Ich versuche also ein eMMC-Kommando abzusetzen mit dem Argument dieser magischen Zahl. Wir fassen also zusammen. Die toten eMMCs bleiben beim Booten hängen. Allerdings gibt es ein Zeitfenster kurz vorher. Und wenn man es in diesem Zeitfenster schafft, den Interrupt auszulösen, kann man in den eMMC Boot Recovery Modus kommen. Aber Moment, das Telefon ist ja bereits tot. Wie kann ich also überhaupt mit dem eMMC sprechen? Ich könnte natürlich eine Hardware-Modifikation benutzen, also den eMMC auslöten. Allerdings würde ich gerne etwas mit Software machen wollen. Ich würde nicht gerne BGA-Chips entlöten. Also der nächste Schritt war nun, irgendwie magisch zu diesem eMMC zu sprechen, um das eMMC-Bootrom darauf zuzugreifen. Und dann könnten wir dieses durch diesen Wiederherstellungsmodus reparieren. Vorhin habe ich gesagt, wenn ihr glücklich seid, dann, wenn ihr Glück habt, dann seht ihr diesen Ladebildschirm. Dann kann man mit diesem, wenn ihr diesen noch seht, dann kann man noch auf den Chip zugreifen. Und wie es aussieht, wenn man die Spezifikation von Samsung liest, dann sieht man, dass ihr eMMC zwei Partitionen hat. Das sind nicht Partitionen im Sinne von Dateisystemen, sondern im Sinne von eMMC-Partitionen. Es gibt eine Boot-Partition und eine Benutzer-Partition. Die Boot-Partition im Fall von Samsung ist der Bootloader für die Haupt-CPU und die User-Partition hat alles andere drin. Da ist das Linux drin, alle die Android-Dateisysteme, Apps und so weiter. So, also die Boot-Partition hat ihre eigenen FTL-Metadaten und die Benutzerpartition hat ebenfalls das FTL-Metadaten. Ein Kollege von mir hatte ein kaputtes S3, welches aber den S-Boot noch booten konnte. Und wie ich dann herausgefunden habe, waren nur die Metadaten der User-Partition defekt. Weil das ist, denke ich, sehr üblich, weil im Normalfall schreibt man nichts in die Boot-Partition, sondern nur in die Benutzer-Partition. Also, wie geht es dieses S3 kaputt? Das S3 schaltet ein, die CPU wird auf das eMMC zugreifen, wird die Boot-Partition verarbeiten, dann wird er zurück, ja, den Boot, das S-Boot zurückgeben an die Haupt-CPU und die Haupt-CPU will dann Linux starten und wird dann feststellen, oh, die Benutzerpartition ist defekt und geht darum in diesen Endlosschleife. S-Boot hat einen Modus, wie man
wie man auf das EMMC zugreifen kann. Die heißen Loki und Odin. Aber es gibt keine Möglichkeit, um direkt auf EMMC-Kommandos zu schreiben. Aber mit diesem Protokoll über USB, Loki Odin, könnt ihr über USB mit dem EMMC-Chip kommunizieren. Also irgendwie muss ich jetzt das machen, aber ich kann irgendwie kommunizieren, aber es ist kein Code vorhanden in S-Boot. Jetzt muss ich also S-Boot irgendwie ausnutzen, um da draufschreiben zu können. Dies ist ein Codeschnipsel aus S-Boot. Da kann man diese Variable ist dump, die kann man anpassen. Wenn diese gesetzt ist, wird es etwas vom USB lesen und dann gibt es einen Buffer zurück, der wird das Argument quasi als, ja, also schlussendlich, man kann lesen, aber es macht keinen Boundary-Check. Also das heißt, ihr könnt auch über den Bereich darüber lesen, welcher eigentlich nicht vorgesehen werde. Und so kann man also einen Puffer erstellen, der größer ist und weiterlesen, Overflow machen. Damit haben wir eine Verwundbarkeit in S-Boot gefunden. Wenn man jetzt also ein S7 oder S8 nimmt, da ist das inzwischen beseitigt. Aber das S3, das ja nicht mehr unterstützt wird, da ist diese Verwundbarkeit immer noch nicht herausgenommen. Jetzt reden wir darüber, wie der Heap im S-Boot implementiert ist. Wenn man eine große Summe Speicher allokieren will, dann nimmt es verschiedene Blöcke und die fängt an sozusagen am Ende abzuschneiden. Und da gibt es überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Nehmen wir mal an, man möchte 50 Bytes allokieren und der Chunk, den man da genommen hat, ist 100 Bytes groß. Und da wird das von hinten abgeschnitten und der Header von der Chunk enthält die Größe. Und was ich erreichen wollte, ist was wohin schreiben. Und das tue ich, indem ich das Chunk-Splitting ausbeute. Ich fälsche also einen Chunk-Header mit einer großen Größe dann schaue ich nach der Adresse und versuche sicher zu gehen, dass dieser Chunk tatsächlich ausgewählt ist, nachdem malloc aufgerufen wurde, und ich gebe zurück die Adresse. Jetzt zähle zu der Größe des Chunks eben meine Größe hinzu und ziehe den Header wieder ab und setze die Chunk-Size entsprechend auf die Adresse, auf die ich zugreifen will. Details sind natürlich langweilig, deswegen verweise ich hier auf dieses GitHub-Repository. Da kann man das runterladen. Und das ist jetzt eine Demo. Er bootet und jetzt funktioniert's. Was passiert aber, wenn es wirklich tot ist? Also wenn das hier passiert, wenn auch die Boot-Partition nicht funktioniert, irgendwas muss ja laden, irgendwas muss ja S-Boot laden. Es gibt noch ein weiteres Stück Code, das ist das Exynos-Bootraum. Und das lebt in der Haupt-CPU. Was normalerweise passiert, ist, dass das Bootraum im Exynos lädt. Es lädt den 1BL, den ersten Bootloader, der ist signiert. Und der prüft dann die Signatur von S-Boot und springt da rein.
Und S-Boot lädt dann den Betriebssystemkern. Und der Bootraum muss aber diesen First Boot von irgendwo laden. Und das versucht es zuerst vom eMMC zu laden. Wenn das nicht funktioniert, versucht es aber auch von der externen SD-Karte zu laden. Und also ich habe jetzt versucht, ob das geht, aber das geht nicht, weil der Modus ein anderer ist, welchen man nicht benutzen kann. Ich kann nicht von der externen SD-Karte einen Bootloader laden. Und jetzt habe ich mal in ein Forum geschrieben oder in ein Forum geschaut. Und es gibt ein Entwicklerboard, ein Entwicklungsboard, welches dasselbe Bootraum verwendet, aber es benutzt einen anderen ersten Bootloader, welcher keine Signaturprüfung macht. Wenn ich jetzt also diesen Bootloader nehmen kann, dann kann ich in den S-Boot-Patch springen und den Patch ausführen. Also dies ist jetzt der modifizierte Bootprozess. Starte mit Exynos, gehe auf die externe SD-Karte, die hat einen signierten Bootloader. Das Bootraum wird da reinspringen. Das wird zum gepatchten S-Boot springen und dann kann man tatsächlich in ja, die Verwundbarkeit ausnutzen. Und jetzt kann man also irgendwie entweder über die interne oder externe SD-Karte diesen S-Boot lesen. Jetzt müssen wir auf das EMC-Bootraum draufkommen. Wie vorhin erwähnt, muss ich irgendwie diesen Interrupt triggern und dieses Argument senden, dieses magische Argument. Also, was ich jetzt gemacht habe, ich habe alle möglichen EMMC-Kommandos ausprobiert, von 0 bis 63, immer wieder das EMMC ausgeschaltet, eingeschaltet, nächstes Kommando probiert und dann habe ich schnell dieses Kommando X mit diesem Argument gesendet. Dann 200 Millisekunden gewartet, irgendein Kommando gesendet, welches vom Wiederherstellungsmodus unterstützt wird oder werden sollte und geschaut, ob eine Antwort kommt. So wusste ich, bin ich jetzt im Recovery-Modus oder nicht. Und so habe ich dann herausgefunden, dass der letzte Kommando funktioniert. Und das war sehr aufregend, weil das ist das erste Mal, dass das EMMC tatsächlich eine Antwort gegeben hat. Und so habe ich jetzt versucht, verschiedene Kommandos an das EMMC zu senden. Und dies war effektiv das erste Mal, dass das EMMC tatsächlich eine Antwort gesendet hat. Das Kommando 62, das kann man jetzt benutzen, irgendwie, um das zu reparieren. Also, es gibt zwei Revisionen von diesem defekten Chip. Das erste benutzt Firmware Version 1, welche den Bug hat. Und dann hat es eine andere Firmware-Version, 0xf7, wo der Bug nicht mehr vorhanden ist. Samsung hat das wahrscheinlich also in der Zwischenzeit irgendwann mal geflickt. Das Ziel ist jetzt, alle Firmware auf die F7 abzudaten, wo der Bug nicht mehr vorhanden ist. Was ich nun also gemacht habe, ich wollte also diesen F7 irgendwie herunterladen. Darum habe ich so ein Tool geschrieben, welches Low-Level EMCs-Kommandos sendet, um die Firmware herunterzuladen. Und danke auch an Arteza von den XDA-Developers, welche mir dann einen Dump zur Verfügung stellen konnte. Jetzt muss ich das EMMC updaten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich benutze die Hintertür, um meinen eigenen Code in das RAM zu schreiben und dort auszuführen und schreibe damit die neue Firmware. Aber ich habe noch etwas Einfacheres gefunden. Es gibt eine weitere Hintertür und das ist das Kommando 60. Es hat zwei Firmware-Upgrade-Modi. Der eine ist CBAD1160. Da kann man dann
einen Erase-Command schicken und dann formatiert er den gesamten Firmware-Bereich und man kann eine neue Firmware schicken und die wird dann geschrieben. Fassen wir also zusammen. Wie repariert man ein totes S3? Man besorgt sich ein totes S3. Es gibt verschiedene Revisionen des Galaxy S3. Ich spreche von dem GT19300. Man bootet in das S-Boot, entweder direkt oder mit einer externen SD-Karte. Man exploitet den S-Boot. Von dem Shellcode booten wir die eMMC neu in das Bootrom-Recovery-Modus. Dann benutzen wir Kommando 60, um den FTL zu formatieren und die Version F7 zu flashen. Wir booten den eMMC neu und wir schreiben sboot in die eMMC-Boot-Partition. Und das ist dann Profit und das Telefon funktioniert wieder und das möchte ich jetzt vorführen. Okay. Ich habe hier ein gebricktes Device. Ich habe das absichtlich gebrickt. Da ist eine Batterie drin. Und wenn ich es anschalte, passiert nichts. Wenn ich versuche, in den Download-Modus zu kommen, passiert auch nichts. Und ich habe hier diese externe SD-Karte, auf der ist S-Boot, wie ich vorher beschrieben habe. Ich lege die ein und starte. Und es sollte booten. Ja, okay. Also es bootet in etwas. Jetzt gehe ich zurück zum Rechner und stecke das Telefon an den USB. S-Boot antwortet. Und jetzt lasse ich den Shellcode laufen, der den eMMC referiert. Der Shellcode läuft. Er bootet den eMMC in den Bootraum-Modus, macht das Firmware-Upgrade. Es dauert ein paar Sekunden. Ruhig bleiben steht da. Okay. Das nächste, was passiert, ist, dass er in die Firmware bootet und die Partitionsgröße ändert, sodass er tatsächlich in den Bootraum schreiben kann. Und jetzt ist das Shell-Kommando fertig. Und ich kann jetzt eine andere SD-Karte benutzen, die S-Boot normal startet. Und in diesem SD-Karten-Modus wird der S-Boot in die Boot-Partition schreiben. Okay, das ist der SD-Karten-Modus. Ich glaube, ihr könnt das sehen, wenn ich jetzt diese SD-Karte entferne und das Gerät neu starte. Ich nehme also die Batterie raus. Es sollte booten in den S-Boot. Das Gerät funktioniert wieder. Ich rufe. Dankeschön. So, Zusammenfassung. Zuerst ein paar Dankes. Dankeschön an Rebella Sademautler Larkev, welche den Exynos, welche viel zum Exynos Bootloader beigetragen haben. Ohne sie hätte ich nie ein gebricktes Gerät starten können. Entropy 512, Bunny und Xops, welche einen schönen Talk hier am CCC schon mal gehalten haben über das Hacken von chinesischen SD-Karten, und die haben meine Forschung erwähnt, was mich natürlich sehr motiviert hat,
dass ich weitermache und auch heute hier stehe, diesen Vortrag halte. Also, ich habe jetzt, kann jetzt zugreifen auf Samsung eMMCs. Ich kann gebrickte MMS3 reparieren und man kann auch übrigens ja, machen, was man will. Und was sollte man jetzt als nächstes machen? Wir könnten schauen, ob die neuen Flashchips, die UMMCs, auch diese Backdoor haben. Also, ja. Vielleicht haben auch neuere Geräte und neue MMCs diesen Modus. Und den UFS ist ein Bus, welcher eMMC ersetzen soll. Und Samsung macht auch UFS-Chips. Und also ja, ich würde schauen, ob es da eine ähnliche Backdoor gibt. Und es ist natürlich auch interessant, andere Hersteller anzuschauen. Vielleicht gibt es eines Tages eine Open-Source-alternative Firmware für solche Geräte. Da findet ihr den Code, falls ihr experimentieren möchtet. Unten findet ihr natürlich auch die Slides, das ist bereits online. Wenn ihr Fragen habt, jetzt ist die Zeit dafür. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Es gibt dort und dort Mikrofone. Und wir fangen an mit Mikrofon Nummer 2. Das wir leider in der Übersetzungskabine nicht hören können. Also die Antwort ist, die ersten Ergebnisse habe ich 2013 publiziert. Aus einer Sicherheitsperspektive wollte, ja, und ich wollte das S3 halt flicken. Samsung hat nie geantwortet oder mich irgendwie auf mich geantwortet. Ich habe sie nie kontaktiert über den Bootraum-Wiederherstellungsmodus oder über die, ja, dass das eine Sicherheitslücke sein könnte. Und über die Verwundbarkeiten im S-Boot, diese sind bereits gepatcht. Also die Frage war wahrscheinlich, ob das an Samsung reportiert wurde. Das ist also die einzige Möglichkeit, die Geräte zu reparieren, die jetzt gerade kaputt sind? Ja, ich kenne keine andere Möglichkeit. Nachdem du jetzt die Firmware von diesem Chip gesehen hast, benutzt du überhaupt noch echte SD-Karten im wirklichen Leben? Ja, es ist okay. Also es gibt ja keine Alternative, oder? Aber ja, man könnte ja was damit machen, spielen. Weißt du, ob es noch andere Geräte gibt, die dieses Modell einer eMMC haben und dieselben Kommandos unterstützen, um an die Firmware heranzukommen? Also das, ja, Galaxy S hat einen ähnlichen Bug oder der Kindle Fire. Einige davon haben Patches und der Patch war eigentlich immer etwas in dem Stil. So Patche, wenn das Gerät startet, so dass der Bug eigentlich nicht passieren sollte oder nicht passieren wird. Und ja. Aber weißt du von irgendwelchen anderen Geräten, die nicht von Samsung sind, die dieses Samsung eMMC haben? Also es gibt nicht so viele eMMC-Hersteller. Samsung ist ein großer Hersteller, das heißt viele Geräte benutzen Samsung eMMCs. Das ist also schon ein sehr relevanter. Hi, danke für deinen großartigen Vortrag und die Forschung. Meine Fragen, das Samsung Galaxy Note 2, der hat einen relativ ähnlichen Fehler. Funktioniert dein Fix auch bei diesem Gerät? Und
Gibt es auch eine Möglichkeit, das, den Speicher zu dumpen, ohne den FTL zu formatieren? Also das war eine Note Rückfrage, ob es das Note 2 ist. Ich habe ein Note 2, was auf diese Art und Weise auch zum Briefbeschwerer wurde. Also zur zweiten Frage, mein Code formatiert alle FTL-Metadaten. Das ist zwar nicht optimal, weil es halt alle Metadaten löscht, wie viele Male ein Block schon gelöscht wurde und so weiter. Eine schönere Lösung wäre natürlich, die korrumpierten Daten wieder zu reparieren, aber das habe ich noch nicht verstanden, wie das FTL intern funktioniert. Also im Moment funktioniert es mit Löschen und ihr seid natürlich willkommen, es zu verbessern. Wunderbar. Ich wüsste gerne, was der Zeitrahmen war, von da, wo du angefangen hast, dir das Problem anzuschauen, bis du den ersten Fix hattest. Ich habe im 2013 damit angefangen und ich hatte ein funktionierendes Gerät damals und das wollte ich halt, ja, da wollte ich halt keine bösen Sachen damit machen. Drum habe ich dann aufgehört und jetzt erst dieses Jahr oder letztes Jahr wieder weitergemacht. Und letztes Jahr hat mir ein Freund gesagt, dass er ein kaputtes S3 hat und so dachte ich mir, ja, dann versuche ich doch das mal zu flicken. Also die addierte Zeit, in der ich daran gearbeitet habe, effektive Arbeitszeit, war vielleicht einige Monate, 4 bis 5 Monate, aber es hat schon vor 4 Jahren angefangen, auf die 4 Jahre verteilt. Haben Samsung SD-Karten auch die gleichen undokumentierten Kommandos? Ich denke, dass sie, also ich vermute, dass sie sowas haben. Ich habe ein paar gekauft, bis jetzt habe ich so noch nicht so viele gefunden, wo, ja, also einige, ich bin da noch dran. Es gibt Karten, welche die Backdoor haben könnten. Und sobald ich mehr weiß, werde ich das natürlich veröffentlichen. Vielen Dank für den großartigen Vortrag. Ich benutze immer noch ein S3 als mein tägliches Telefon. Und vor ein paar Monaten fing es an, nicht mehr zu funktionieren. Aber erst kam noch der Bootloader hoch und dann kam nur noch der Samsung-Bildschirm. Und ich habe auch versucht, die Software neu zu installieren, aber dann ist er auch abgestürzt. Aber ich habe dann alles neu formatiert und dann ging es wieder. Das klingt so ein bisschen wie der Bug, den du beschrieben hast, aber nicht ganz. Meinst du, das hat was miteinander zu tun? Also, wenn es etwas damit zu tun hat, dann ist meine Schätzung ja, dass dein Gerät ein In-Memory-Patch hat, welches halt dieses Einfrieren verursacht. Und irgendwann, also das Gerät ist angefroren, bevor es Android gebootet hat. Und jetzt, wenn du es neu geflasht hast, wurde wahrscheinlich das interne Block-Mapping irgendwie neu gemacht, neu hergestellt. Und vielleicht hält es darum jetzt nicht mehr auf. Aber ja, es hat ziemlich sicher hat das Telefon den Bug grundsätzlich. Hi, vielen Dank für die großartige Arbeit. Eine Frage. Du hast gesagt, du hast die Firmware der eMMC mit einer neueren Version abgegradet. Ist diese Firmware überhaupt signiert oder kann man in das EMC alles reinschreiben? Man kann alles reinschreiben. Sie haben eine einfache Heuristik, welche die Startadresse prüft, ob die plausibel aussieht, und dann bootet es alles, was du willst. Ich denke, in neueren eMMCs gibt es einen Mechanismus, um neue Firmware zu flashen. Und ich denke, dass die dann signiert sein sollte, aber wahrscheinlich hast
du noch kein neueres am, ja, am EMMC? Ich habe noch eine letzte Frage über diesen Samsung-Patch. Der geht, hast du ja gesagt, einfach in eine Endlosschleife. Meinst du, das ist irgendwie eine Busy Loop oder dass er darauf wartet, dass irgendwas passiert? Nein, ich denke nur, dass sie wollen einfach, dass der Bug nicht passiert. Und es, ja, mein Telefon ist eingefroren, viele Male. Und ich habe irgendwie 30 Minuten gewartet und der Code im Linux-Kernel macht nichts. Und ja, es wartet wahrscheinlich einfach vor immer. Es gibt keine Fragen mehr, deswegen nochmal einen großen Applaus für den Vortragenden.